Hallo aus Müchel, am Geiseltalsee, wo im Sommer sich die Urlauber in der Sonne räkeln. Hier bleiben wir nicht lange, denn für uns geht es jetzt nach Oechlitz zu Steffen, der eine Holzwerkstatt hat, wo er aus regionalen Hölzern tolles Kinderspielzeug, Brettchen und Dekoobjekte herstellt. Ich würde sagen, los geht's. Wir sind Anke und Steffen Schmidt. Seit 15 Jahren stellt mein Mann hier in Oechlitz eine eigene Werkstatt Holzspielzeug her. Damit hat es von der Sache angefangen, dass Holzspielzeug hergestellt wurde nach der Ausbildung zum Tischler. Mhm. Ja, und in der Zwischenzeit hat sich das Sortiment ein bisschen auch erweitert. Was hat es mit dem Holz auf sich? Also holen, bekommen durch das Holz normalerweise von Nachbarsgarten, sage ich immer, in Stücken, wie ich es verarbeiten kann. Vorwiegend Obsthölzer. Das sind für mich Raritäten. Das wären schöne Klötzchen, Naturklötze, Wildholzklötze. Ich meine, das ist jetzt wirklich für uns so ein Klotz. Woher weißt du, was genau du da jetzt draus machen möchtest? Ist schon vorbestimmt. hier weiß ich, aus diesem, kann man vielleicht auch nachher später noch mal sehen, wird ein schöner Leuchter. Wird gerade sauber Scheiben geschnitten, geschliffen. Alles, was hier jetzt noch unschön aussieht, auch geglättet. Und kommt noch Lichter drauf. Und warum sind es am Ende Holzspielzeuge geworden und keine Tische? Einfach aus Interesse. Schöne kleine Sachen, viele bunte Hölzer. Und ich wollte nie Tore bauen, Fenster bauen, Treppen bauen. Da musste ich nicht lange überlegen. Es ging in die Richtung vornherein.